Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein sehr, sehr trauriges Thema für euch. Tomohiro Matsu, Autor von Papa no Yukuru Kikinasai, Mayuneke Overrun und noch ein paar weiteren Light Novels, ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Vielleicht haben das ja schon einige mitbekommen. Vor allem mich als großer Fan seiner Werke macht das natürlich sehr traurig, jetzt diese Nachricht hier zu verkünden. Wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Tomohiro Matsu-Fan und ja, wie gesagt, jetzt ist er leider gestorben, sehr jung. Super Dash Bunko, beziehungsweise mittlerweile Dash Bunko hat angegeben, er ist Montag, also am 2. Mai gestorben, an einer Krankheit, aber es wurde nicht weiter darauf eingegangen. Das Ganze passiert auch sehr plötzlich. Jeder war wohl überrascht darüber, vor allem weil Tomohiro Matsu am 19.04. über Twitter noch schrieb, dass es ihm wieder besser geht. Und nun ist er gestorben. Urplötzlich. Ja, wie gesagt, der genaue Grund, an was er gestorben ist, ist nicht bekannt. Allerdings, ich gehe mal stark davon aus, Überarbeitung, er hat sich zu Tode gearbeitet. Denn wie wir schon wissen, er hat ja in einigen seiner Nachwörter schon geschrieben, dass der Job sehr anstrengend ist. Und wenn man sich auch mal anschaut, wie oft eigentlich immer was rauskam und wie viele Novels er auch gleichzeitig laufen gelassen hat, da muss eine unglaubliche Belastung gewesen sein, wenn er, ich meine, Papa Kiki Band 2 schrieb er, dass er innerhalb von 3 Monaten 2 Light Novels rausbringen soll oder muss, beziehungsweise, und das, ja, so eine Light Novel, deshalb habe ich ja meine, ja, die ist auch nicht besonders dünn, das ist ja zum Beispiel bei Mayuneke Overrun, sein erstes Werk. Danach ging es dann weiter mit Papa no Yukuru Kikinasai, was wohl die meisten kennen. Und neben Papa no Yukuru Kikinasai hat er angefangen, als Mayuneke Overrun noch lief. Und als das hier zu Ende war, hat er innerhalb eines Jahres 6 Bände Otome-san Gensuke geschrieben. Das ist die hier. Dies lief noch neben Papa Kiki weiter. Und Papa Kiki erschien ja auch immer sehr regelmäßig. Seine neueste Light Novel, die er dann gegen Ende von Papa Kiki angefangen hatte, war Athena Illusion. Diese ist natürlich jetzt abgebrochen, nicht vollendet, mit 4 Bänden. Der letzte Band, also Band 4, erschien letztes Jahr im November. Und seitdem kam auch an sich nichts mehr, bis auf eine neue Light Novel, die er noch angefangen hatte. Und das wäre Elsa von der geheimnisvollen Insel. Die ist mit 1 Band unvollendet und Athena Illusion mit 4 Bänden. Wie gesagt, leider 2 Serien unvollendet. Und sehr, sehr schade. War wirklich ein großartiger Light Novel Autor, der sich auch sonst noch zum Beispiel bei der Comic Cat betätigt hat. Und ja, ich glaube, er hat auch wirklich sehr viel Spaß beim Schreiben, denn sonst hätte er, glaube ich, noch nicht immer so viele Serien angefangen oder sich auch ein anderes Label gesucht. Nachdem er zum Beispiel seinen Light Novels abgeschlossen hatte. Wie gesagt, ich gehe auch stark davon aus, wie gesagt, dass er sich totgearbeitet hat. Hier Elsa von den geheimnisvollen Insel erschien im Januar, der erste Band, und danach kam nichts mehr. Und das war schon recht ungewöhnlich, dass in 4 Monaten von Tomohiro Matsu nichts Neues kam. Erstmal dachte man natürlich, es liegt an dem Papa Kiki Spin-Off, was er schreibt, wohl angefangen hat zu schreiben. Das kommt natürlich nun auch nicht mehr. Also das ist auch vorbei, ein Papa Kiki Spin-Off gibt es nicht mehr. Ich denke, da ist auch nichts von fertig geworden, dass man zum Beispiel 1 Band rausbringen könnte. Ich denke mal, der Band wurde vielleicht angefangen. Wobei ihm ging es wohl die letzten Monate immer schlechter. Und erst Mitte April ging es ihm wohl wieder etwas besser. Athena Illusion war wohl auch pausiert ab November. Ich denke mal, er hatte es zwischendrin schon angefangen, Elsa von der geheimnisvollen Insel zu schreiben, konnte den Band dann noch beenden und den rausbringen. Und seitdem erschien ja auch nichts mehr. Ja, wie gesagt, eine sehr, sehr traurige Nachricht. Ja, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, was ich nachher noch zu viel sagen soll. Stimmt dann noch immer wieder recht traurig, wenn man drüber nachdenkt. Wie gesagt, vor allem, wenn man ein großer Fan ist. Ja, wie gesagt. Ihr merkt, ich weiß aktuell auch nicht hier wirklich, was ich dazu noch sagen soll. Auf jeden Fall, mein Beileid geht natürlich an seine Familie.
Er hatte wohl laut einigen Informationen eine Frau und ein Kind. Und dafür waren all seine Freunde. Wer übrigens Tomohiro Matsuma in bewegten Bildern sehen will, der gibt die japanischen Schriftzeichen seines Namens mal in YouTube in die Suche ein. Und dort findet man ein paar chinesische Videos. Da war Tomohiro Matsu wohl auf einer chinesischen Convention. Und da sieht man ihn auch bei bewegten Bildern. Wer das nochmal sehen will, war alles mal ganz interessant. Da war zu der Zeit alles mal Yu-Gi-Oh! Overrun erschienen. Und ja, wie gesagt, jeder hier Fan von ihm oder auch wenn ihr nur eine Serie von ihm mögt, ja, meine Empfehlung einfach jetzt, sei es nur der erste Band, selbst wenn ihr einfach nur die Serie mögt, kauft euch einfach nur den ersten Band. Einfach um, ja, er hat wirklich großartige Werke geschaffen und so ein bisschen, ja, Respekt zu zeigen, so ein bisschen noch einfach mal den ersten Band eurer Lieblingsreihe von ihm kaufen. Auch wenn er jetzt gestorben ist, es hilft ihm nichts mehr, aber trotzdem einfach, wir waren wirklich toller Autor, muss man sagen. Übrigens, ein japanischer Fan hat auch ein Bild gezeichnet, was ich sehr schön finde. Da sieht man Tomohiro Matsu von hinten, wie er so langsam weggeht. Und ja, links und rechts sind halt die Charaktere aus Papanui Kudokichi no Sai und Mayu Ineko Overrun, halt seine bekanntesten Werke. Und ja, sehr schönes Bild, sehr traurige Nachricht. Jedenfalls vielen Dank, Tomohiro Matsu, für die genialen Leitnavi, die du erschaffen hast. Mit Papanui Kudokichi no Sai hast du wirklich ein grandioses Meisterwerk erschaffen, was viel Freude bereitet hat und den Leuten sicherlich auch in Zukunft noch viel Freude bereiten wird. Du hast wirklich klasse Arbeit geleistet und ja, vielen Dank für die tollen Leitnavi, die du geschrieben hast. So, Leute, das war's zu diesem Thema. Mehr, wenn ihr mich wiederseht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.